Hallöchen miteinander und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün Monotype Challenge Normal. Ja, es ist auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, wenn ich mich recht entsinne, seit dem letzten Mal. Das war ja die Spielhallenfolge und ich war schon fleißig, während ihr dieses Video noch gar nicht gucken durftet, denn ich habe schon gearbeitet. Ich habe mich erdreistet, Dodo, Bertha und Lauchbert mit in das Team zu nehmen und habe die beiden jetzt im hohen Gras schon auf Level 25 hochgezogen, da mir das recht sinnvoll erschien, damit ich auch mit denen was anfangen kann. Im Austausch dafür sind Himbert und Kunibert auf die Box gewandert. Kunibert hatte ich ja sowieso noch wegen Zerschneider und Blitz mit und Himbert, weil ich ihn gerade so dabei hatte. Naja. So, vielleicht noch ganz kurz, nebenbei beim Training ist auch hier Dagoberta noch auf Level 30 gekommen, aber das ist erstmal so Randzeugs. Ja, was ich sagen wollte, Lauchbert, oder fangen wir mal mit Dodoberta an, das ist einfacher. Ich hatte ja beim letzten Mal mir noch ein paar Erkundungsaufträge aufgegeben. Das kauzige Wesen beeinflusst die Statuswerte nicht von Dodoberta. Frühwecker, schnelles Aufwachen heißt, dass Dodoberta nur halb so lange schläft. Und beim Training hat Dodoberta noch Triplette gelernt, was eine sehr schöne Attacke ist. Ab dann ging das Training auch wirklich hintereinander weg. Und dann noch Raserei, wobei ich die Attacke nicht so gerne spiele, aber sie war besser als Furienschlag, denn wie ihr wisst, habe ich mit Furienschlag ein prinzipielles Problem. Dann zu Lauchbert. Lauchbert hat ein ernstes Wesen, auch dieses beeinflusst die Statuswerte nicht. Die Fähigkeit Fährte kopiert Spezialattacke müsste genau genommen eigentlich bedeuten, kopiert Fähigkeit, denn damit kopiert man die Fähigkeit des Gegners. Kleines Beispiel, ich hatte das jetzt beim Training öfter gehabt, dass ich gegen Taubsi gekämpft habe. Lauchbert hat sich die Fähigkeit Adlerauge kopiert und demzufolge hat der Sandwirbel von Taubsi nicht mehr funktioniert. Oder zum Beispiel die Vulpix, gegen die ich trainiert hatte, die hatten Feuerfänger. Lauchbert hat das kopiert und dann konnten sie Lauchbert mit Glut nicht mehr angreifen. Was auch eine sehr nette Geschichte gewesen ist. Problem beim Training war, dass die, du hattest Knofensa, die hatten einen Haufen Sporen, aber das waren die einzigen Pokémon, die ich effektiv angreifen konnte. Da waren Vulpix, die Brüller konnten und es waren Taubsieder, die Wirbelwind konnten. Das heißt, wenn du dort 2 AP oder so schon in dieses Pokémon reingesteckt hast und ihm dann nachher den Rest geben wolltest, dann hat es Brüller oder Wirbelwind gemacht und die ganze Mühe war umsonst. Hat das Ganze ein bisschen gestreckt, aber ich hatte ja die Speed-Taste auf meiner Seite, die ich ja beim Training durchaus einsetze. Egal. Die Attacken von Lauchbert. Lauchbert kann Psi-Strahl, was eine sehr schöne Attacke ist. Umwandlung. Wandelt Elementklasse des Anwenders in Elementklasse einer Attacke. Ich habe das jetzt beim Training auch schon mal ausprobiert. Das Ganze funktioniert so, dass man Umwandlung einsetzt und dann wird zufällig der Typ einer der Attacken gewählt. Und den Typ bekommt Lauchbert dann. Das heißt, wenn ich jetzt, ihr seht ja die Typen da, wenn ich mit Lauchbert Umwandlung einsetze, wird Lauchbert zum Psycho-Pokémon. Mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das heißt also, Gegner, die dann angreifen, haben entsprechende Typvorteile oder auch nicht. Und Psi-Strahl zum Beispiel ist für Lauchbert dann auch eine Step-Attacke. Finde ich ein bisschen schwer zu handhaben. Also jetzt in dem Fall geht es noch, wenn man sich die sagt, man möchte diese eine Runde opfern, um sich den Psychotypen zu verschaffen, ist das eine nette Sache. Aber spätestens, wenn man Lauchbert vielleicht noch mit einer TM ein, zwei Attacken beigebracht hat und es dann zufällig ist, welcher Typ gewählt wird, dann finde ich es Umwandlung schwer zu spielen. Aber das muss ich mir mal anschauen. Dann haben wir noch Agilität, das ist klar, Init um 2 Stufen hoch. Und dann hatten wir noch Tackle vorher, was ich mittlerweile durch Genesung ersetzt habe. Das kennt ihr auch, die Hälfte der KP wird aufgefüllt. Was war noch? Achso, Lauchbert wollte auf Level 24 noch Schärfer lernen, was die den Angriffswert um eine Stufe steigert. Habe ich mir allerdings geschenkt, aus dem einfachen Grund, dass ich Lauchbert vorhabe, eher ein wenig speziell zu spielen, denn anhand der Statuswerte kann man ja auch schon sehen, dass das sich irgendwo anbietet. Klar, wenn man jetzt den Angriff künstlich hochpusht, wird er natürlich besser, aber ja, Lauchbert kann, glaube ich, auch ein bisschen bessere Spezialattacken. Gut, es lernt irgendwann auch noch Triplette, das ist ja physisch, aber ist egal, das ist jetzt Philosophie. Jedenfalls bin ich jetzt so weit gewappnet, glaube ich, dass ich hier in der Story weitermachen kann. Und mittlerweile habe ich tatsächlich ein volles Sechser-Team aus, ich will jetzt nicht sagen brauchbaren Pokémon, aber aus Pokémon, die vom Level her auch so sind, dass ich sie benutzen kann. Wobei, wie bereits gesagt, Ötberta und Rolfberta und Dagoberta uns später verlassen werden.
wohingegen Klaus-Bertha, Dodo-Bertha und Lauch-Bert jetzt schon im endgültigen Team sind. Zumindest so, wie es erstmal ausschaut. So, schön viel geschwafelt. Ich stehe jetzt vor der großen Wahl. Knöpfe ich mir zuerst die Arena vor oder zuerst die Spielhalle? Das ist auch gar nicht so einfach. In der Spielhalle haben wir so ein paar Rocket-Menschen, die man verprügeln könnte. Das wäre vielleicht nochmal ein schönes Training für Lauch-Bert mit Psy-Strahl, weil die ja oft mit Gift kämpfen. Allerdings könnte ich die auch in der Arena noch trainieren. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich werde mir jetzt auch die Arena als erstes vorknöpfen. Weil das, glaube ich, ganz cool wäre. Dafür brauche ich allerdings den Zerschneider. Das heißt, ich muss jetzt Kunibert wieder mitnehmen. Und dann, glaube ich, werde ich ihn jetzt mal gegen Dagobertha austauschen. Denn Dagobertha wird hier in dieser Arena wahrscheinlich am wenigsten zu tun haben. So, die beiden anderen, die haben wenigstens noch Flug, beziehungsweise Edbertha als mein momentan stärkstes Pokémon sollte als Backup auch mit da sein. So. Sehr schön. Dann halt. Die müsste irgendwo hier unten sein. So. Kunibert setzt den Zerschneider ein. Da 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 da. Ich wollte erstmal noch mit den Menschen sprechen. Ich weiß sowieso, was der sagt, aber wir machen es trotzdem nochmal. Diese Arena ist voller Frauen. Ja. Yeah. So, schauen wir nochmal, was das für eine Arena ist. Prismania City, Pokémon Arena, Arenaleiterin Erika, die naturliebende Prinzessin. Nice. So, und wie bereits zu erwarten war, hat Patrick bereits gewonnen. So, ja, ich lasse Lauchbett jetzt einfach mal von. Und dann geht's los. Ich sollte dir etwas über diese Arena erzählen. Nur echte Damen sind hier zugelassen. Also keine falschen Damen. So, Göre sieht ja auch schon aus wie Dame. Naja. Egal. So, das Witzige ist, oh, schaut hier, wir haben Chlorophyll erkannt. Das heißt, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, wären wir doppelt so schnell. Tut sie aber nicht, aber mit Psy-Strahl können wir hier zum Glück trotzdem Knofensa ganz schnell ausnocken. Denn die Pflanzen-Pokémon aus der ersten Generation haben als Zweityp ja alle Gift. Einzige Ausnahme ist dort Tangela. Ein Pokémon, das Erika höchst selbst ja dann auch einsetzen wird, wenn ich mir diesen Spoiler erlauben darf. So, boah, das bringt jetzt schön Erfahrung hier. Sei nicht so gut zu mir! Bäh, das wird Erika dir heimzahlen. Mir wurde es schon langweilig. Oh, Schönheit Salma. Dass die mal alle mit so kurzen Röcken inszeniert werden müssen. Naja. So, Mirapla hat auch Chlorophyll. Lustigerweise, denn eigentlich hätte man Mirapla so rein von der Sache her eher so als Nachtschattengewächse eingestuft. Also ja, ich weiß, es ist eine Zwiebel, das sind keine Nachtschattengewächse. Aber mir ging es jetzt lediglich um das, das ist ja doch, also ich glaube, wenn es irgendwo in der zweiten Generation zum Beispiel dunkler ist, dann ist die Chance, Mirapla zu treffen, glaube ich, höher. Bin ich mir nicht sicher, aber so gefühlt ist das so, oder? Ja, ne, stimmt da mehr zu. So, naja, das läuft hier mit dem Psy-Strahl jedenfalls richtig glatt. Das gefällt mir sehr gut. Und Level Up. Sehr, sehr gut. Und zum Abgang noch ein Knofensa. So, alles keine große Sache hier. Aber nochmal schön Erfahrung abgestaubt. Meine Frisur ganz zerzaust. Aber schön reich ist sie. Pflanzen-Pokémon sind gegenüber Wasser-Pokémon im Vorteil. Ebenso sind sie Stein- und Boden-Pokémon überlegen. Ja, aber Psycho und Flug dummerweise nicht. So, da wir jetzt Lauchbert hier schon in Aktion gesehen haben, möchte ich jetzt mal Dodobert ein wenig vorführen und Kunibert können wir noch sein Item wegnehmen. Ein Sonderbonbon. Geil!
Super, super, super. Hast du nicht schon einmal hier hereingeschaut? Verwechselt die mich jetzt? Oder wird das jetzt eine plumpe Anmache? Naja. Picknickerin Tina mit einem Bisasam. Wo hat sie das denn aufgeschnappt? So, hier habe ich jetzt glücklicherweise den Schnabel als Flugattacke, der aber nicht ganz ausreicht. Ich vermute sogar fast, dass Triplette stärker sein müsste. Eigentlich. Ja, Schnabel wird zwar verdoppelt, aber Triplette ist, glaube ich, vom Schaden her mehr als doppelt so viel wie Schnabel. Keine Ahnung. Dieser Knosp hat sie auch noch. Da versuche ich es jetzt mal mit einer Triplette. Und, oh, es macht Rasierblatt. Gut, dann kriegt es einfach noch eine Triplette. Und dann sollte das Problem hier gelöst sein. Sehr gut. So, nochmal schöne Erfahrung und Picknickatina besiegt. Und sie ist schockiert. Oh, du hast Erika angesehen und nicht mich. Hä? Naja, lassen wir das. Ui, da geht sogar der Bildschirm nach oben. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Deswegen bist du auch diejenige, die sie trainiert und nicht ich. Denn im Gegensatz zu dir kann ich mir Mühe machen, weil ich es drauf habe. Aber diese Amateure hier. Amateure, sage ich euch. So, ich mach mal Triplette. Sollte schneller gehen. Außerdem, wenn es nicht schneller geht, dann kann ich sie auslachen, falls ich sie einfriere oder so. So, das gab nochmal schöne Erfahrung und noch ein Knuffenser. Also ich muss sagen, so richtig kreativ sind sie hier mal wieder nicht. Aber gut, klar, so viele Pflanzen-Pokémon gibt es jetzt auch nicht unbedingt, die man jetzt hier noch benutzen kann. Naja, wie auch immer. Solange es für ein Level-Up für Dodoberta reicht, ist ja in Ordnung. Und ein bisschen rumsülzen kann man jetzt hier nebenbei auch noch. Schönheit Roberta wurde besiegt und sie brüllt. Nein! Wir trainieren ausschließlich Pflanzen-Pokémon in unserer Arena. Wir lieben die Kräfte der Natur. Also von den Kräften der Natur habe ich jetzt freilich noch nicht so viel mitbekommen, aber dass ihr Pflanzen-Pokémon trainiert, habe ich mir schon beobachten können. Ich habe die Ehre. Ich liebe Pokémon-Kämpfe. Wahnsinn. Und die nächste Schönheit, diesmal Ramona mit Owei. So viel zum Thema Abwechslung. Und da ist es auch ganz praktisch, dass ich Dodobert da vorne habe, denn hier hätten wir jetzt... Ja, seht ihr mal, Owei ist auch noch eine Ausnahme. Das hat auch keinen Gift-2-Typen. Weil Owei hat ja Psycho. Stimmt. Naja, ist ja Wurst. Owei ist jetzt jedenfalls besiegt und dürfte auch... Ja, das kann sich sehen lassen. Oh, ausgezeichnet. Es war mir eine Ehre. Wunderbar, mein Benimmkurs zeigt Wirkung. Ha, hätte sie es nicht erwähnt, hätte ich sie tatsächlich für nett gehalten. Bringe bloß keine Käfer- oder Feuer-Pokémon hierher. Du wirst es nicht fassen, aber ich habe beides nicht dabei und trotzdem werde ich dich in Stücke zerfetzen. Allerdings ist das ein netter Hinweis. Mit Rolf Bertha könnte ich ja sogar die Kraftreserve einsetzen und könnte sie hier noch sehr effektiv zerlegen. Allerdings kann Rolf Bertha natürlich Aeroas, damit ist die Sache ja natürlich ziemlich eindeutig, ne? Ui, Stachelspore. Stachelfore ist natürlich Spieß. In gewisserlei Hinsicht auch, aber eigentlich meinte ich, dass Stachelspore fies ist. Naja, Spachelstore. Man kann da sehr viele dumme Wortspiele mitmachen, die eigentlich nur darauf beruhen, dass man die Wegstaben verbuchselt. Naja, lassen wir das. Duflor. Jetzt haben wir tatsächlich wirklich mal ein bisschen Abwechslung, aber ich glaube, diese Abwechslung wird Lauchbert gegönnt, der sich jetzt hier erstmal eine Fähigkeit kopieren darf. Und zwar Chlorophyll. Naja, Chloroform. Chloroform wäre gut. Der Gegner schläft sofort ein. Sehr schön. So, Psi-Strahl sollte... Ui! Ui! Das ist eine Überraschung. Aber er macht ja nur Stachelspor. Ist ja egal. So, jetzt sind hier jedenfalls alle Pokémon paralysiert. Das finde ich nicht so nett.
Oh ja, senk meinen Fluchtwert. Wenn du sowieso Attacken machst, die 100% Trefferchance haben, warum machst du dann... Oh, Leute, nervt nicht rum hier. Obwohl, na gut, Stachelspore hat keine 100%ige Trefferchance. Aber die Paralyse werde ich ja auch nicht mehr los, von daher, was soll das? Das ist ja eine Baustelle für Vollidioten. So, 648 EP, nicht schlecht. Oh, du Grobian! Wenngleich Erika schüchtern wirkt, ist sie eine sehr begabte Arenaleiterin. Das mag sein. So, jetzt gibt's erstmal einen Paraheiler für Lauchbert. Und dann werde ich Lauchbert auch an die Spitze meines hochverehrten Teams setzen, um hier noch die letzte Trainerin zu knacken. Willkommen in der Pokémon-Arena von Prismania City. Unterschätze niemals die Girl Power. Girl Power mit Ö. Oh, was ist das denn? Ass-Trainer Yvonne. Das ist ja mal ein ganz neuer Anblick. Und schön viel Frischfleisch für Lauchbert. So. Ja. Ihr seht übrigens, die Spezialfähigkeit, die hier kopiert wurde, kann man vielleicht noch dazu sagen, Chlorophyll, die behält Lauchbert jetzt, egal was hier in Zukunft eingesetzt wird. Also wenn ich wollte, dass er eine neue Fähigkeit bekommt, dann müsste ich ihn austauschen und dann wieder einsetzen. Oder der Gegner müsste Brüller oder irgendwie was machen. Aber der bleibt halt so lange erhalten, wie Lauchbert kämpft. So, soviel zum Thema Paraheiler. Leck mich doch. Ja, ist klar, oder was hier? Chill mal deine Basis. Ich rede wie die Jugend von heute. Nein, das ist natürlich Käse. Oh, 10% Verwirrung haben zugeschlagen. Oder ich glaube 10%. Keine Ahnung. Jedenfalls könnte Miraplan mir jetzt einen großen Gefallen... Naja, ich beende den Satz mal am besten gar nicht. So. Oh, ja, ist ja klar. Komm. Hau dich. Ja. Oh nein, wie kann man so einen schlechten Angriff haben? Mirapla. Ah, kriegt sie nicht mal selber getötet. Naja. Ultrigaria. Das Problem ist, ich traue mich einfach nicht, jetzt hier noch einen Paraheiler einzusetzen, weil die dann sowieso wieder Stachelspore machen. Also irgendwie ist es ja auch ein bisschen sinnlos. Naja, solange ich treffe, ist mir das ja egal. Ja, läuft, ne? Rankenhieb ist jetzt auch nicht so extrem gefährlich. Da war das Rasierblatt von Gisa Knosp vorhin schon ein wenig gefährlicher. Also alles unter Kontrolle hier. Bei Lauchbert. Dürfte jetzt jedenfalls gut erfahren. Oh, 711, meine lieben Freunde. 711 verkauft an den Herrn mit der eckigen Nase. Also das ist Lauchbert jetzt. Naja, ist egal. Mann. So. Sehr schön. Mal schauen, ob Duflor vielleicht... Oh, Duflor hat scheint noch eine bessere Spezialverteidigung zu haben. Er macht sogar Absorber. Sind wir schon im roten Bereich? Ich muss mal gucken, ob ich jetzt fürs letzte Pokémon nochmal austausche. Mal gucken. Also ich denke, Erika sollte nicht das große Problem werden. Oh, dieser Knosp. Ich tausche mal aus gegen Klausbertha. Die kann das gebrauchen. So, und schon kommt das Rasierblatt. Das wäre Lauchberts Ende gewesen. Also ich meine jetzt nicht so tragisch. Wir sind ja hier nicht in der Nuzlocke-Challenge, aber... Trotzdem muss es ja nicht sein, denn so kriegt er noch die Hälfte der Erfahrung für dieses nette Pflanzen-Pokémon hier gegenüber. Sehr schön. Ich habe verloren. Ja, ich rede mit dem Baum. Meine besten Pokémon hatte ich nicht dabei. Warte nur, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal habe ich schon den Orden und bin über alle Berge. So, jetzt geht es jedenfalls erstmal fix ins Pokémon-Center und dann... Knöpfen wir uns Erika vor und dann glaube ich, obwohl, eigentlich bin ich von der Zeit her sogar schon so, dass ich Erika in der nächsten Folge machen könnte. Das war jetzt ein bisschen dumm. Nein, ich glaube, ich mache das am Anfang der nächsten Folge dann.
haben wir gleich ein schönes Thema, mit dem wir einsteigen können. Naja. So. Und ja, da ich nicht, also ich weiß zumindest, dass diese Folge hier noch vor Weihnachten online gehen wird, aber danach dann wahrscheinlich nicht mehr. Und in der Nuzlocke-Challenge vorhin habe ich es vergessen, was ja wahrscheinlich noch die allermeisten gucken, aber ich glaube auch die Blattgrün-Monotype wird ab und an geguckt. Habe ich jetzt eigentlich geheilt? Ich glaube ja. Bin ein bisschen verwirrt. Jedenfalls möchte ich euch an dieser Stelle dann ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Ja, feiert schön, entspannt euch mal, erholt euch von den Sorgen und dem Stress des Alltags. Und ja, kommt mal ein bisschen zur Ruhe, gönnt euch mal eine Auszeit, auch ich werde die mal nötig haben. Und ja, Sport zum Beispiel werde ich dann erst nach Weihnachten aufnehmen. Ich muss mir jetzt hier nicht noch mehr Stress machen, als ich so schon habe. Und ja, wie gesagt, Sport dann nach Weihnachten. Und die zweite Folge Monotype kommt dann wahrscheinlich auch irgendwann nach Weihnachten, weil über Weihnachten stelle ich keine Videos rein. Da muss ich mir den Stress nicht machen, da noch irgendwie mir Folgenbeschreibung, Videotitel und was weiß ich was auszudenken. Außerdem werdet ihr über Weihnachten sowieso bessere Sachen zu tun haben, als Videos zu gucken. Und ja, wie gesagt, deswegen die nächste Folge dann wahrscheinlich nach Weihnachten. Und ich nehme sie jetzt bloß gleich im Anschluss auf. Und Spore nehme ich, wie gesagt, dann erst so kurz vor Silvester aus, wenn ich wieder hier bin, weil ich ja Weihnachten bei meinen Eltern zu Hause verbringe, da aber nicht aufnehmen kann, weil ich da ja keinen Rechner richtig mit habe, also nur den kleinen und keine Ahnung, und also ist ja egal. Ja, kann man noch was sagen? Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich euch gleich noch ein schönes neues Jahr wünsche, aber das könnte ich auch in der nächsten Folge eigentlich machen, wenn ich vorhabe, die nächste Folge vor Silvester reinzustellen. Na, ist egal. Mal gucken, ob ich da in 20 Minuten oder einer halben Stunde noch dran denke, wenn ich jetzt hier die nächste Folge aufnehme. Ich muss jetzt auch noch mal kurz Pause machen, einen Schluck trinken und so. Den habe ich jetzt bitter nötig. Und naja, mal gucken. Ich schlabber schon wieder viel zu viel, habe ich das Gefühl. Deswegen werde ich das Ganze jetzt einfach mal abbrechen. Und wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge, wenn es dann heißt, Erika, stirb! In diesem Sinne, ciao!